So, Hallihallöchen, da bin ich wieder und wir sehen ein weiteres schönes PVZ, hoffe ich, auf Daybreak und das Ganze aus der Platin Liga. Locutus, der blaue Protoss auf der unteren Position gespawnt. Meine Nase juckt gerade. Ja, Locutus, nicht zu verwechseln mit Locutus von Star Trek. Der spielte gegen Gen-Gen, ein roter Zerg, oben gespawnt, Platin Leather. Zugeschickt war das Ganze schon vor Weihnachten. Hab gerade in der Mail nochmal gelesen. Ja, hier frohe Weihnachten und viel Glück in der Fahrschule. Ja, dir auch frohe Weihnachten. Ja, ihr seht das, manchmal braucht es halt ein bisschen länger, bis ich die E-Mails halt hier verwurste in einem Recast. So, wie lange geht das Ganze hier? Ach du Scheiße. So, ja, mein Mittagessen ist mittlerweile im Pott. Ja, heute gibt es lecker Jägerklößchen. Ja, so wie so eine Plastikbeutel tiefgefroren mit Soße drin und so einer komischen Hack. Kugeln. Aber dazu gibt es lecker Thai-Reis. Mit nach der Quellreismethode. Ja, also nicht Kochbeutelreis. Ich mache mittlerweile nur noch solchen einzelne Körner so. Weißt du? Kennt ihr das? Schmeckt voll lecker. Also kein Basmati, sondern Jasminreis. Sehr köstlich. Sehr lecker. Ja, hier Locutus. Musik machen wir noch an gegen Gen-Gen. Mir juckt die Nase echt, das ist voll blöd. Forge First. Na klar. Zerg kommt auch angeflogen und angefahren. Davon. Ah, hier schön die Mineralien reinhauen. Ja, ich werde auch gleich hier ordentlich mal einen reinschlotzen. Mittlerweile ist es schon fast 16 Uhr und um 18 Uhr geht es auch schon wieder weiter mit GoFirst 2 Livecast. Ja, dem schönen Cup am Mittwoch. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich aber nach diesem Replay hier für den Moment erstmal Pause machen, weil ich dann gleich essen werde und dann wollte ich auch noch ein bisschen was hier in der Butze machen, bis der Cup anfängt. Ich bin jetzt ja hier schon seit 3-4 Stunden am Replays casten. Mit Pausen halt zwischendurch ein paar Minuten pro Spiel. Ja, dann habe ich auch noch ein bisschen mit euch gesprochen da und so weiter. Also mit den Livestream-Zuguckern, ja, für alle, die jetzt hier das Ganze auf VOD, als YouTube gucken, ja, als VOD auf YouTube gucken, für die ist das natürlich irrelevant. Ja, aber, oh, hier, Zerg hat einen Overlord verloren. Le Kanone hat einen Kill gemacht. Das ist natürlich ärgerlich hier für Gen-Gen im Early Game gegen einen Protoss so doof, einen Overlord an die Kanone zu verlieren. Sieht man auch nur sehr selten. Der hat ja auch ein Gas-Opening. Also ich hätte jetzt hier, okay, Pool First ist okay, das kennt man so im PVZ, aber dass er hier auch schon ein Gas nimmt, okay, will er wahrscheinlich ein bisschen aggressiver spielen. Schauen wir mal. Was wollte ich gerade erzählen? Ja, ich bin schon eine ganze Weile hier am Replay-Casten heute. Kann ich auch gerne öfter jetzt machen, dass ich Live-Replay-Casts mache. Ja, dann verdiene ich damit nämlich auch nochmal unfassbare 30.000 Euro pro Replay. Nein, Quatsch, 30, nicht mal 30 Cent. 3 Cent vielleicht. Aber ist ja auch egal, es geht ja nicht ums Geld. Es geht darum, dass ihr das sehen könnt. Und ja, wir haben jetzt hier wieder 100 Leute dabei. Vorhin waren es schon 130. Boah, das juckt hier aber auch. Gestern waren wir sogar 175 Leute, die hier beim Replaycasten zugeguckt haben. Finde ich eine schöne Sache. Und können wir gerne öfter machen. So, Core kommt jetzt mit dazu. Nexus ist fertig. Plus 1 hat er noch keine Kohle für. Aber das sollte dann eventuell, wahrscheinlich, vielleicht bald kommen. Ja, ihr wisst es ja. Erstmal aber natürlich das Warpgate-Upgrade. Zerg hier am Sterzchen hat ja auch schon natürlich die dritte Base. Ein frühes Speed-Upgrade. Gas ist auch gecuttet. Also er sammelt kein weiteres Gas hier, sondern er holt sich halt erstmal nur das Speedling-Upgrade. Und das war's dann für den Moment. So, bei Protoss wäre die Kohle jetzt da für ein Plus 1. Aber er hat jetzt hier auch 150 Mints. Er könnte auch ja, eine Robo, Twilight, je nachdem, was er will. Aber jetzt holt er sich doch erstmal das Plus 1. Dritte Base auch gescoutet hier schon von Locutus. Rob geht kaputt. Ah, das kann schon mal passieren. Aber der Overlord hier im Early, das ist natürlich hier besonders blöd. Very strange. Kobo kommt noch mit dazu. 30, 40 im Supply. Wir gucken auch mal aktuell auf den Worker-Counter, sehen wir, dass der Protoss noch vorne ist.
Aber das wird sich jetzt natürlich ändern. Zerg drückt jetzt auf die Tube und holt sich hier einen Worker nach dem anderen. Ja. Auch wieder so ein Fail. Rennt hier einfach rein. Ich hätte gedacht, okay, er bleibt hier vorne so stehen und guckt, wann der Protoss rausmoved oder mit Wasser rausmoved. Aber er rennt hier einfach nur rein. Der Link war auch nicht angeklickt. Der ist hier einfach nur hingelaufen und gestorben. Naja. Immerhin hat er hier den Watchtower, hier drüben einen Overlord stehen. Hier würde ich gerne noch einen sehen und eigentlich auch einen hier, um zu gucken, wann er das vierte, vierte Gas nimmt. Und so weiter und so fort. Macht der hier nicht der Gen-Gen. Nur so als kleiner Verbesserungsvorschlag. Ich weiß ja nicht, wer von beiden mir das hier zugeschickt hat. Locutos oder Gen-Gen. Ja, damit halt hier Overlord sieht, Protoss, aha, kein drittes, viertes Gas. Dann kommt dann wahrscheinlich gleich irgendwas mit Attacke oder halt eben drittes, viertes Gas ist im Bau, alles klar. Da kommt irgendwas mit mehr Tech-Gelöt Hintergrund angefahren. Auf jeden Fall hier erstmal weitere Gateways noch mit dazu. Dann hat er unterm Strich 5 und eine Robo. Erster Immortal ist hier auch im Bau und das ist natürlich jetzt hier stark. Der erste Immortal ist schon draußen, bevor der Roach Baron überhaupt fertig ist. Diesmal hat er jetzt auch endlich mal aufgepasst hier mit seinem Link. Also sollte er jetzt hier so einen massiven Roach-Push spielen wollen, wonach es aussieht, Double Evo kommt für halt die 1-1-Upgrades, Roach Warren und T2, dann ist er halt hier mit diesem frühen Immortal halt schon sehr gut dagegen aufgestellt hier, der Locutus. Na, schauen wir mal, ob der Zerg das wirklich auch so spielt. Alter, das ist aber auch ätzend hier an meiner Nase gerade. Habt ihr das manchmal auch, dass so die Nasenspitze hier so, das juckt total. Sagt man immer, ja, Chris hört nur eine drauf, ja. Frau ist aber nicht da, die kommt erst. Was ist denn heute Mittwoch, ne? Ja, die kommt Freitag erst wieder. Freitagabend! Ja, es sieht nach Roach halt aus. 1-1 kommt. Ersten Roaches sind im Bau. Koloss-Tech jetzt noch bei Zerg. Protoss. Ja, und noch keine dritte Base. Für den Herrn von Locutus. Allerdings auch keine vierte für Zerg. Oh, doch. Jetzt hier. Nicht da. Das ist nicht doof. Creep hat da übrigens auch keinen. Er hat keine Creep Queen. Er könnte zwar jetzt hier mit den normalen Queens hier einen ablassen, weil er hier eine Menge Energie drauf hat. Oh, hier, wo? Ach, da, Observer. Overseer. Phew. Also da könnte er noch auf jeden Fall einen nachlegen, indem er hier nochmal ein bisschen, Creep Spread rausholt. Auf jeden Fall Zergi, Protoss kommt hier raus mit ein paar Bersis. 1-1 gleich durch, ein paar Stalker noch mit dabei. Zweite Robo. Ja, will er hier so ein Two-Base-All-In spielen? Das sollte er dann aber auch langsam mal an Start bringen, denn wenn der Protoss sich erstmal hier gegen den Vier-Base-Zerg gegenüber zu stehen sieht oder so ähnlich, wie man das halt sagen würde, wenn es richtig ist, vielleicht war es auch richtig, ich weiß es nicht, ja, dann sollte er langsam mal rausmoven, denn wenn man sich das mal anguckt, hier Mars-Upgrades, hier Bases, Roaches, T3, Spire, Pardoking-Lands, Clear Reconstitution und halt eben die vierte Base hier gleich ready. Und er nimmt sich sogar noch eine fünfte. Er selbst ist nur Two Base. Also da muss jetzt was passieren für Locutus. Ja. Auch nur 3 Sentries, aber die sind immerhin voll aufgeladen. 3 Immortal. Oh, er rennt hier mitten rein, ohne zu wissen, was da wirklich steht. Kein Pylon hier, auch kein Prisma. Das ist ganz gefährlich, was Locutus hier spielt. Aber wenn er Glück hat, kann er hier ganz entspannt in die Main Base laufen. Force Field machen. Ja, er sollte aber abhauen. Ja, abhauen. Boah, ich bin Protoss, ich lauf mal rein. Ja, super. Ja, Roach Warren Schrott, Queen Schrott. Ah, Guardian Shield braucht er gar nicht. Ah, er geht mit der ganzen Armee runter. Da ist jetzt nicht so der Super Micro hier. Brauchen nur die Sentries hier hinten stehen lassen. Ja, er rennt aber mit der kompletten Armee ein Stück zurück. Das ist ein bisschen Fail. Ah, Pool wird abgerissen, kein Gegengo. Hier drüben steht schon die Kolossi. Nur gut aus, Junge. Aber jetzt, ein bisschen gefailt. Da kommt jetzt ein bisschen was durch. Aber hier 3 Immortal. Kein Problem. Hier Micro noch. Mal den ein bisschen nach hinten. Hier kommt. Bum, bum. Ah. Das klappt auch so ganz gut hier. 3000, 1500 Overmins. Kein Problem. Ich laufe einfach mal durch.
Ja, das Standardspiel wird gerade revolutioniert, genau. 5-Base, Zerg, 2-Base, Motors, ohne Warp-Möglichkeit. Ich laufe einfach mal durch. Was kostet die Welt? Aber jetzt gibt es erstmal 12 Mutaliske. Ja, Zerg hat hier den Panikmodus, macht erstmal Double Pool. Ja. Sehr schön. Ah, jetzt kommen die Mutas, jetzt kommen die Roaches und jetzt natürlich hier nichts mehr zu holen. Ja. Sehr gut. Er hätte noch mehr Tech abreißen müssen hier oben. So, jetzt gibt es auch noch Investoren mit dazu und der ist nach wie vor 2-Base. 3 Kolossi, Immortal, aber nichts, was nach oben schießt. Das ist natürlich besonders gut, wenn jetzt Mutas kommen. Ich bin Toss, ich renn durch, genau. Gateways, Kanonen, Twilight Council. Und was macht Zerg? Er muss jetzt hier mit den Muten Stress machen, theoretisch eigentlich. Mainbase wird neu genommen. Ja. Roach Warren kommt neu. Jetzt hat er hier Speedling, Roach Infestor, Muta. Protoss nach wie vor 2-Base. Jetzt will er hier expandieren, aber ist nicht. Hat er Range eigentlich durch? Ja, Range ist fertig. Es würde mich nicht wundern, wenn Locutus das Ding noch gewinnt. Aber ich hätte es geil gefunden, wenn er jetzt halt hier noch das hier alles mit abgerissen hätte. Oh, Schluck auf. Quick. Kaputt. Und er scheint es noch nicht gemerkt zu haben, dass er hier keine Base bauen kann. Alter, ich habe aber auch einen Cooldown, Alter. Mir blubbert der Wanz, Alter. Doch, jetzt hat er es mitgekriegt. Bam! So, 1-1. Jetzt kommt da hier der Zerg an. Alles. Maß alles. Speedlinge, Roches, Investoren. Mutas, 120, 120 Supply. 1, 2, 3, 4. Jetzt auch gleich hier wieder 5 Bases. Protoss nach wie vor 2-Base. Wallt hier so ein bisschen nochmal. Ah, 3 Stalker. Ich hält dich auf hier. Da kannst du abhauen hier. Aber jetzt... Warte, wie viele Kolosse hat der denn auf einmal? 5 Stück. Aber halt hier so viel Mutas und Fangel und alles. Aber die Löt-Action hier, die Investoren, geht schon mal down. Ein Fangel sitzt hier aber. Ja, schön, volles Rohr drauf, der Zerg hier. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ja, er hält. Protoss hält. 2-Base gegen 5-Base. Gar kein Problem. Ja? Locutus, so geht das. Und alle anderen Protosse da draußen. So hält man als 2-Base-Protoss einen 5-Base-Zerg auf. Ich meine, okay. Er hat auch nur 50 Worker und die ganzen 5 Bases sind auch nicht perfekt durchsaturiert. Aber er hat 5 Bases. Ja? Aber wie er hier volles Ballett reinrennt und alles down geht, ja, also zum größten Teil. 2 Investoren bleiben übrig von, ich glaube, 6 oder 7. Ah, jetzt hier neuer T3, Corruptor im Bau, Creep Spread hier eingeschaltet, damit die Eier nicht down gehen, aber das ist zu spät. Die Base hier unten stirbt. Aber da kommt auf einmal mit 7 Kolossen auf die Ecke. Was ist da auf einmal los hier? Bei Locutus hier, wie alles abfackelt hier. Ah, Upgrade, was hat er? 2-1 mittlerweile auch hier. 2-1 aber auch bei Zerg. 1-0 in der Luft, aber die Kolossi, auch wenn sie down gehen, die löten halt so unfassbar los. Ja, es ist ein bisschen schade, dass er hier nach hinten blinkt. Der muss eigentlich nach vorne gehen, um halt die Kolosse zu saven. Ja, jetzt blinkt er nach vorne, aber trotzdem unfassbar. Protoss, Junge. Ich würde mich auch jetzt nicht wundern, wenn Locutus gewinnt und Gen-Gen am Ende noch ordentlich in Protoss-Range rauslässt. Ah, hier Protoss OP und so. Du altes Schwein. Alter Schwede. Ah, hier wieder Bases gekillt. Von hinten kommt Stalker Reinforcement. Ah, blinkt sich weg. Die Immortal deckt mich nur so. WTF is going on hier. Und die Stalker, wo rennen die denn alle hin? Muss doch fighten hier vorne. Mittlerweile dritter Nexus hier vorne gestellt. Kanonen, alles am Start. 3 Base quasi, 3 Base. Oder 2 Base, 2 Base. Denn es läuft hier nur hier und da Mining. Hier ist ja nichts. Hier ist auch nichts. Locutus. Gefällt mir. Immortal kommt auch nach Hause hier. 14 Guilds, 15 Guilds, Stalker 3, 4, 1000 Guilds. Probes fahren rüber. Ah, oh, ich rieche den Reis. Oh, lecker Reis. Lecker, lecker Reis. So, wie lange geht das noch? Oh, geht noch ein bisschen.
So, aber ich glaube, ich müsste mal kurz in die Küche gehen und mal so ein bisschen das Reisgelumpe umrühren. Oder, ach, nee, komm, brauche ich nicht. So, was macht Protoss? Neue Kolossi, plus 3 Attack bei Zerg, neue Corruptor. Und der Greater Spire und der Kater kommt. Na? Auch gerade Mittag gehabt, Junge. So, ja, die Base geht kaputt. Zerg geht da auch gar nicht hin, der bleibt hier stehen. Zerg hat die Schnauze voll. Upgrades, wie gesagt, jetzt hier gleich auf 3-1. Beim Zerg gibt es auch 3-2 für hier Roaches und Queens. Dritte Base läuft. Gas wird jetzt hier auch saturiert. Und, Katerchen. Geht das mal ein bisschen am Kratzen auf. Naja. Kein Problem. Ja, hervorragendes Spiel hier, oder? Von, stark nach Plastikliga sieht das aus. Sagt da einer im Chat, ja. Nö, nö, das ist schon... Also Bronze, Silber ist das nicht. Ich würde schon sagen, das ist Minimum Goldspiel. Halt so ein Fail-Gold. Ich glaube mich auch daran zu erinnern, dass sowas in der Mail stand von wegen Gold. Nun gut, weitere oder die ersten Broodlords jetzt hier im Morph bei Gen-Gen. Schauen wir mal. Protoss holt sich auch eine vierte Base, genauso wie Zerg es jetzt endlich hier vorne versucht. Da hätte er das ja gleich mal machen sollen, genauso wie Protoss. Ich weiß nicht, warum der hier nicht auf diese Position geht und stattdessen hier oben auf der Außen. Naja, egal. Auf jeden Fall hier vorne nächster Fight gleich. Dark Templar und High Templar Archiv hier. Butze gelöt. Auf jeden Fall im Bau. Ah, das ist eine recht starke Armee hier. Broodlord, Corruptor, Infestor, ein paar Roaches, Linge. Ah, er hat hier keine Archons, er hat hier keine Storms. Der einzige Splash, den er hat, sind 2 Kolossi und er hat immer noch eine Menge Corruptor hier dabei. Also das... könnte böse ausgehen hier für Lokutos. Ah, die Dinge knuspern sich durch, die Fangen sitzen und wie ich es halt sagte, die Zerg-Armee ist hier sehr, sehr stark. Ja. Da wird er nochmal ordentlich abgerissen. Jetzt Zerg, Gen-Gen reißt den Protoss hier die Hütte ab. 66 zu 112 Supply. Die Linge rennen jetzt hier durch. In Richtung dritter Base, 3 Kanonen, aber das sollte ihn nicht sonderlich aufhalten hier an der Stelle. 3-2 mittlerweile auch durch. Was haben die Linge? Die haben immerhin, naja, die Armor-Upgrades mitgenommen. Ah, hier drüben auch nochmal ein paar Blütlinge reingeschossen. Die Echse hier exposed. Da kann er, glaube ich, nicht mehr so viel machen. Oder kann er die nochmal halten? Er nimmt auf jeden Fall hier den Nexus auf dieser Position, während der hier oben auch abgeschnitten ist und wohl auch drauf gehen wird. Ah, hier sind nochmal ein paar Stalker, aber ich denke, Gen-Gen hat sich jetzt hier durchgesetzt. Und dann halt hier, nachdem es ja anfänglich noch ganz gut aussah, ja, aber als Two-Base-Protoss kannst du halt einfach nicht gegen so viele Bases von Zerg, das geht einfach nicht. Es wäre wirklich ein Wunder gewesen, wenn er das geschafft hätte. Ja, Lokutos wird das Spiel wohl leider verlieren, nachdem es ja, wie gesagt, erst ganz gut aussah. Aber jetzt kommen nochmal die Tees. Können die nochmal was reißen? Er hat keinen Overseer hier vorne dabei. Aber die Bootlords, da sind die Sicheln der DTs doch ein bisschen zu kurz. Ja, und wir hören es auch gerade. 5 Overseer werden hier irgendwo... mal hier... Ja, hier sind 3, 4 Overseer im Morph. Ja, Zerg zieht sich erstmal hier wieder zurück. Mit den Bootlords könnte aber eigentlich weiter Attack machen. Attaction. Mann. So, die Tees hier unten, ja, die Hedge ist ja down, schon seit längerem. Hier drüben geht auch nochmal einer rein, aber ich glaube, die Tees, die nützen jetzt auch nichts mehr. 100 Supply, 120 zu 40. Ah, Zerg geht jetzt auch wieder vor. Ah, das ist, ich glaube, die Messe ist gelesen. Neue Investoren auch mit dabei, kaum noch Income. Für den Protoss, der nur noch hier oben am Lutschen ist. Ich meine, Zerg hat auch nicht mehr viel, aber Zerg hat hier die Broodlords. Ah, die Tees hier drüben werden gleich sterben, denke ich. Ja. Aber nochmal ein DT abgerissen, immerhin. Ja. Gen-Gen dreht dann nochmal das Spiel, aber ich würde sagen, als Tipp für dich zum nächsten Mal, denke mal, dass Gen-Gen das dann ja zugeschickt hat, ein bisschen mehr Crepe. Oh, Crepe. Crepe.
Oh, Katerchen. Hallo. Ja, einmal hier vorbeigelatscht hier für die Show, für die Zuschauer hier am Stream. Oder kann Protoss nochmal was reißen? Aber ich denke hier, das schaltet er nicht nochmal auf. Die Zerg-Armee kommt langsam, aber stetig rübergeschlettert hier. Gen-Gen. Macht ihn hier alle, auch wenn es nochmal ein paar neue Archäologen gibt. Lokutus sah lange gut aus hier in diesem Spiel, aber jetzt kommt halt wieder der Zerg-Faktor hier. Gen-Gen hier um, abreißen. Volles Rohr hier am Vormarschieren. Ah, Blutlord, Infestor, Roaches, Tieflinge. Gegen hier ein Hauch von nichts. Vier Archons hat er hier stehen. Ich glaube, da ist nichts mehr. Oh, die müssen ja auch... Ah ja, hier, nochmal schön... hier. Fleet Beacon. Ah, das aus. Das over. Das vorbei, Junge. Das aus. Das vorbei. Schreibt doch GG, Junge. Zerg gewinnt. Zerg gewinnt. Ah, jetzt kommen auch die Overseer ran. Die Tees sterben. Und die Archons. Ach, die stehen hier. Ah, jetzt kommen nochmal ran hier, die Jungs. Bumm. Bumm. Ja, nichts zu machen. Nochmal ein paar Stalker hier, aber auch das ist nicht mehr wirklich viel, was Lokutus hier auf die Beine stellen kann. Einfach hart ausgemakrot hier. Gut gespielt von Gen-Gen. Da ist das GG. Und dann ist das ja auch vorbei an dieser Stelle. Gen-Gen gewinnt dieses knappe Spiel. Wie gesagt, das war ja bis vor ein paar Minuten, ne? Also da sah das ja für den Protoss noch ganz gut aus hier, ne? Aber unterm Strich kann man halt sagen, das kann halt einfach nicht gut gehen. 2 Base gegen 5. Das geht nicht. Das darf er nicht verlieren. Und das hat er ja auch nicht verloren, der Herr Gen-Gen. So, das war das letzte Replay von mir hier für heute. Für alle, die jetzt live am Stream sind, wir sehen uns um 18 Uhr wieder beim GoForest 2. Für alle, die das jetzt hier auf YouTube gucken, wir sehen uns irgendwann demnächst hier auf YouTube wieder oder auf Twitch oder was weiß ich, irgendein Cupcast, irgendein Wort, Let's Play, was auch immer. Ich werde jetzt Mittagessen hier schön um 4:30. Ja, kloppt euch rein. Abonnieren, kommentieren, liken, Daumen hoch anklicken, Kommentare und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann. Adieu, adieu, auf Wiedersehen.